Bist du jetzt eigentlich fertig mit dem Video für Sturmwaffe? Ja. Wirklich? Bin fertig. Ich habe nur so um die 6-7 Stunden dafür gebraucht. Das müssen wir schneiden. Ne, also ich glaube 2 Stunden mehr als eigentlich gesagt wurde, aber ich wollte ja einfach meine Skills zeigen. Das, was ich zumindest so kann, durch die ganzen Vlogs und das alles, was ich gemacht habe, mit unter 100 Videos ungefähr sind zusammengekommen, habe ich das mir angeeignet, könnte man sagen. Exquise. Keiner schmecken so wie diese. Hallo meine Waffelfreunde! Ich heiße Hendrik Leschke, bin 31 Jahre alt, komme aus Dresden, bin bereit nach Köln zu ziehen. Warum auch nicht? Denn da gibt es viele Medien, da kann man auch andere Sachen machen. Bin Stuntman die letzten 10 Jahre gewesen, würde es auch gerne weiterhin bleiben, aber natürlich gerne Fulltime-Job bei dir, bei deinem Team. Als Cutter habe ich voll Bock drauf auf jeden Fall und ich hoffe, das wird auch in dem Video klar. Ich habe versucht, viele Sachen reinzupacken. Ich hoffe, für die Fans und auch für dich ist es nicht zu viel. Ich wollte einfach nur mal zeigen, was halt alles möglich ist. Von Anfang an schneide ich mit Final Cut. Ich habe nie mit etwas anderem geschnitten. Photoshop ist mir jetzt nicht so richtig klar gewesen, was du genau damit meinst. Ob du jetzt wirklich das Photoshop-Programm meinst oder halt einfach die Thumbnails zu gestalten, weil da nutze ich ganz einfach Preview, also Vorschau von Apple. Hat bis jetzt immer alles gut funktioniert mit den letzten 100 Videos, die ich geschnitten habe. Auch meine ganzen Vlogs sind alle damit gemacht worden. Viel Spaß mit dem Video. Wiederschauen, reingehauen. 3, 1, DOS. Hallo! Herzlich willkommen zurück zu diesem weiteren kleinen Video. Zusammen mit mir und wieder mir, diesem Wacker. Ihr merkt schon viel Regieanweisung heute. Oh, 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 das wird ein Video hier. Er sieht aus wie David Hasselhoff, los. Okay. Wir sind heute hier und machen eine kleine Bolognese. Wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben, heute nur mit dem bedeutenden Unterschied. Wir haben keine Zwiebeln mehr. Ich habe Schalotten. Ah, ihr wisst ja, was man über Schalotten sagt. Das war es ein bisschen unangenehm gerade. Normalerweise würden wir das rausschneiden, aber jetzt sind wir mal voll real. Schalotten machen schön. Machen schön. Machen den Hahn rund, wollte ich gerade sagen. Aber schön ist auch gut. Okay. Ich würde jetzt erstmal kurz ein bisschen anölen. Damit du weißt. Gut, dass Hasselhoff. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Das ist wie eine Zensur, weil sowas muss man ja zensieren. Ist alles gut. Das Ding ist ja wirklich auch nur noch ein Showtool, ne? Also das kannst du ja keinem erzählen. Nee, das ist so geil. Also, wer macht das denn nicht so? Das ist ja nur noch Fett, Mann. Wie weit kannst du spritzen? Stopp, Miguel. Stopp. Miguel? Oh! Miguel? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das glaube ich jetzt fast auch frittiert schon, wenn das so weitergeht. Okay, alles entspannt. So, das haben wir hier. Hat doch super geklappt. Zack, hopp, bumm, bang, bam. Kennst du so Leute, die immer extra Moves machen, damit es krass aussieht? Schalotten geben schon ein geiles Aroma. Und dazu können wir heute den Wacker ausprobieren, ne? Hast du ihn schon mal gesehen in Action? Nee, du? Ja, damals Miami, der Wacker und ich. Da war der Wacker. Haben ein paar Leute verprügelt. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber... Nee, lieber nicht, sonst ist es gefährlich. Der ist schon krank, der Typ, Alter. Und dann sollen wir mal ausprobieren? Sollen let's wir mal go, wacken? Let's go. Alter, wie schnell das geht einfach. Dass du dieses Rumgestocher, was du sonst crazy immer hast, halt einfach nur noch los. Alter, Vater. Klein. Oh mein Gott. Als ob das Problem so einfach zu lösen war. Ich habe das auf jeden Fall kurz runtergestellt, weil diese gusseisernen Töpfe werden immer so unfassbar schnell heiß. So. Oh Gott. Hast du gesehen, wie ich abgerutscht bin? Boah, wie groß knapp das war? Fast schon Finger abgeschnitten wieder. Gestern wieder so eine Doku gesehen, wo so Köche so ganz viel geile Sachen geschnitten haben. Und da war ich immer so neidisch, dass sie das so gut können. Aber die haben ja, den Trick kenne ich ja. Ich habe ja Praktikum in der Küche gemacht, ne? Ist ja eigentlich, relativ easy. Man muss eigentlich nur den hier machen und immer an seinen Knöcheln das so entlang führen. Aber ich habe ja, was man im Fachkreis die fettigen Knöchel nennt. Jede Bolognese ist im Prinzip eine eigene Geschichte für sich. Hat er das gerade gesagt? Ja, hat er. Ich glaube halt auch, dass es mit einer Schalotte gar nicht mehr so schlecht schmecken könnte. Wir haben so eine komische Stufe, so 6 und 7 bis 8 hat so eine Stufe, was? Was? 7 ist eine Stufe, die ist nicht wie 6. Sondern 7 ist zur... 7 ist... Ich schneide das weiter jetzt. Ich habe ein Casting. Ich werde der nächste Tatort-Kommissar.
Weißt du, wie ich heiße? Kommissar Klötzchen. Alle Kinder lieben Klotz. Alle Leute vertrauen mir da nicht. Geht's wieder los? Jetzt reicht's mir. Jetzt ist eine Charlotte, Miguel. Ich weine nie. How could this happen to me? Jetzt reicht's. Zack. Knoblauchpresse. Machen wir mal 2 Stück. Zack. Hopp. 2 oder eine? Machen wir eine. Eine. Okay. Dann schneide ich die mal. Dann Gadgets hier am Start. Gadgets, ja, ne? Alter. What's up? Oh, ist das Genugtuung, ey. Oh. Ich stöhne nicht weiter. Ich möchte das nicht. So, zack. Geil. So, 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 so. Flup. Flup. Good job. Wieder Action-Shot, Migi, gerade. Finde ich sehr gut. Meinst du, es reicht? Oder machen wir noch ein bisschen mehr? Gott, dieses Ding hier, ne? Living the dream, sage ich dir. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Und so. Ja, hallo, ich schneide gerade Sachen. Das sagen Leute nämlich in großen Küchen zueinander. Ist wirklich so. Echt? Ja. Mhm. Du musst es ja wissen, ne? Ich habe schon in einigen großen Küchen gearbeitet, Miguel. In diversen Etablissements auch. Das bekannteste Etablissement, fragst du? Fragst gar nicht. Frag ich, ja. Na, das bekannteste Etablissement, was jeder kennt? Ja, kennt. Titanic habe ich gearbeitet. Ja, crazy. Ja. Die zweite. Die zweite. Die erste war nicht so eine schöne Geschichte, aber will jetzt nicht näher drauf eingehen. Nee, lieber nicht. Ich habe geschworen, wir reden nicht mehr darüber. Okay. Mit all meinen Kameraden damals. James, Jeffrey. Ich krieg das grüne Zeug nicht daraus. Das ist aber auch echt ein Gerät, ne? Das ist wirklich jetzt aber nur mal gemutiert. Ich hab so eine große Tomate gesehen. Das ist ja wirklich gemutiert, Alter. Die redet ja fast schon mit dir. Kannst du einen neuen Orange? Wo ist die eigentlich hin? Ja. So. Wo sind die überhaupt? Ganz ehrlich, Annoying Tomato. Ist sie. Was geht denn bei dir ab, du Fliege? Was geht denn hier? Hallo? Ich krieg die ganze Zeit immer so Werbung auf Instagram inzwischen. Von solchen Leuten, die Messer schleifen. Ich glaube, hier wird abgehört. FBI, open up! Okay. That's the thing. Perfekt. Alrighty, wir machen die ersten schon mal rein. Da kann nämlich dann noch mal ein bisschen Flüssigkeit raus. Und Tomatos. Die Seite. Schneide ich das hier durch? Keine Ahnung, Mann. Einfach machen. Ja, ist, Hauptsache kleine Stück. Es kocht eh ein. Oh, Alter, das sieht so geil aus in dem Topf, glaube ich einfach. So, heute mal wieder der große Platz und Freiraum zum Experimentieren. Boah, Alter, das ist so geil, ne? Diese Töpfe, die einfach so richtig hoch glühen. Das ist richtig fett. So, dann machen wir mal unsere eigene Tomatenmarkpaste, ne? Die können wir gleich auch schon mal ein bisschen mit einbringen. Nehmen wir mal einen gutes Löffelchen. So. Oh, sieht das gut aus, Alter. Oh, wie das hier so untergeht. Nice. Fresh auf jeden Fall. Fresh. Also ich muss sagen, ich glaube, eine freshere Bolognese von Zutaten nebst dem Hackfleisch hatten wir auf jeden Fall eine Weile nicht. Weißt du? Dadurch, dass das Tomatenmark noch komplett selber gemacht ist. Tasty aus. Looks good, feels good and tastes... Absolutely amazing. Absolutely amazing. Das war Englisch, ne? Ja. Für... Für... Gut. Ich habe hier afrikanisches Perlsalz drin von Ankerkraut. Und grinde das mal hier frisch. Und ein bisschen Cayennepfeffer noch. Sehr gut. Einfach schon mal mit reingeben. Bisschen Cayennepfeffer. Bisschen Pfeffer mit rein. Dann würde ich sagen, kommt es jetzt zum Moment der Wahrheit, ne? Das Ganze noch mal ein bisschen höher köcheln lassen. Und dann ein bisschen Rotwein. Wir haben hier einen schönen Tinto, einen kräftigen, temperamentvollen. Mm. Bereit? Bereit. Halbes Fläschlein. Ein halbes Fläschlein. Der Juice. Lecker. Einfach lecker, Alter. Und da jetzt noch so Rosmarin rein. Oder Salbei oder so ein bisschen, weißt du? Leider not fresh anymore. Kein frisches mehr. Kein frisches mehr, leider gerade. Ey, dieses Fresh, Alter. Fresh! Wir haben es ja ein bisschen vorgewürzt. Jetzt füllen wir auf mit Rinderfond.
Und da darf das Ganze dann jetzt erstmal, nachdem wir ein, zwei reingetan haben, ein Stündchen kochen. Und das finale Würzen machen wir dann, wenn es fertig ist. Dementsprechend beide drin. Bisschen Farbe ist weniger da, finde ich, weißt du, als bei den anderen, die ich bis dato gemacht habe, weil wir eben das Tomatenmark selber gemacht haben. Jetzt geht es erstmal ums Einkochen, ein bisschen fester werden lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir beide uns gleich wieder. 3 Uhr 28 nachts. So, fast fertig das Gerät. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Paprika. Ich habe hier edelsüß. So, und dann machen wir noch rosenscharf dazu. Geil. Boah, schön lecker. Und dadurch, dass natürlich unser selbstgemachtes Tomatenmark schon mal so ein bisschen, Chili-Aspekt hatte. Also die Fachleute würden sagen, bist du bereit? Oh yes. Alright. Then I would anrichten this to you. Anguckt, die schneiden das immer sehr fein, dann löst sich auch manches auf und geht so in die Soße und in die Substanz über. Aber das mache ich halt noch nicht, weil ich nicht so gut schneiden kann. Ich übe noch und ich bin auf dem Weg. Ganz klares Ding, wie wird es schmecken? Es ist eine Bolognese vom Bolognese-König von Deutschland, sind wir ganz ehrlich. Also ich würde mir nie den Titel König bei irgendwas geben, außer natürlich beim Bolognese machen. Da kann auch gern Herr Knossi jetzt ganz ruhig auf jeden Fall erstmal vorbeikommen. Das war's wieder von eurem mit eurem